Willkommen zurück, ihr Lieben, zu Heavy Rain Remastered. Auch diese Ansicht ist einfach unglaublich detailreich. Tja, im letzten Part haben wir Ethan Mars und seine Familie kennengelernt. Einen Schicksalsschlag miterlebt, und zwar haben die Guten einen der beiden Söhne verloren. Und nun muss der gute Ethan Mars damit leben, dass die Frau sich offensichtlich getrennt hat. Wir haben im letzten Part mit seinem verbliebenen Sohn Zeit verbringen dürfen. Und jetzt spielen wir einen anderen Charakter. Wir lernen jetzt jemand Neues kennen. So. Dickbäuchig, Trenchcoat. Passt. Ein sehr authentisches Bild. Na, dann schauen wir mal. Lauren Winter will er gerne haben. Lauren Winter, klingelst da? Nein, eher nicht. Die Lauren Winter. Dritter Stock, letzte Tür auf der linken Seite, am Ende des Flurs. Okay, so einfach kann es sein. Vor allen Dingen, er hat überhaupt nicht gesagt, wer er ist und was er hier will. Und naja, ich finde das ganz witzig, wie die Krawatte mitschwingt. Guck mal, also wenn ich jetzt noch, ich versuche es nochmal mit Schwung umzudrehen. Die schwingt so witzig mit. Finde ich gut. Okay, wir haben hier auch offenbar keine weiteren Aktionsmöglichkeiten. Was ich noch erwähnen wollte, es gibt, glaube ich, lasst mich mal überlegen, vier Charaktere, die wir in diesem Spiel spielen dürfen. Was ja auch mal was anderes ist, dass man halt nicht nur einen Hauptcharakter hat, sondern vier. Und natürlich wird es früher oder später dazu kommen, dass die Storys dieser Charaktere sich dann kreuzen. Und da kann man schon mal drauf gespannt sein. So, jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst, was er gesagt hat. Dritter Stock. Irgendeine Tür links. Probier's mal da. Lauren Winter. Tut mir leid, Kundennummer, Termin. Ups. Halt. $50. Kein Küssen, kein abgedrehter Scheiß. Geht klar. Wie immer meldet sich meine Katze zu Wort, wenn ich aufnehme. Ich will jetzt aber spielen. Ja, dann muss ich jetzt halt mal 20 Minuten warten. Leg das Geld auf den Tisch. Du hast 10 Minuten. Wenn es klingelt, ist es vorbei. Wow. Okay. Ich guck erstmal, was hier im Kühlschrank ist. Achso. Postkarten und so. Okay, nichts Spannendes offenbar. Ja, gut, dann. Ich weiß zwar nicht, was er vorhat, aber hey, wir legen erstmal das Geld. Du solltest dich ausziehen, deine Zeit läuft. Ich bin kein Kunde. Scheiße, ein Cop. Ich hab's geahnt. Was wollen Sie, eine Gratisnummer? Mein Name ist Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich untersuche die Morde des Origami-Killers für die Familien der Opfer. Ich wollte Sie etwas über Johnny fragen. Ich hab der Polizei schon alles gesagt, mehr weiß ich nicht. Verschwinden Sie. Versuchen wir es. Ich verstehe Sie, Lauren. Ich weiß, was Sie durchmachen. Ach ja? Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn man seinen eigenen Sohn tot auffindet? Ich glaube, Sie haben nicht die geringste Ahnung, was ich durchmache, Mr. Shelby. Der Mörder läuft da draußen frei herum, während wir hier reden. Das dürfen wir nicht zulassen. Mein Johnny ist tot, was ändert das noch? Oh, kaufen halte ich für eine schlechte Idee. Wenn wir den Killer nicht schnappen, werden noch mehr Mütter die Leichen ihrer Söhne finden. Aber Sie haben recht. Was geht Sie das an? Es ist nicht mehr Ihr Problem, richtig? Ach hey, steht sogar ein Foto. Was wollen Sie wissen? Das ist natürlich gar nicht so einfach. Lebte Johnny bei Ihnen?
Ja. Natürlich habe ich dafür gesorgt, dass er nie Kunden gesehen hat. Ich wollte aufhören. Aber wir brauchten das Geld. Ich wollte so viel verdienen, dass wir hier raus konnten. Wie ist Ihr Sohn verschwunden? Er spielte immer mit den Nachbarskindern nach der Schule. Es hat an einem Tag wahnsinnig geregnet. Das vergesse ich nie. Heavy Rain. Alle seine Freunde kamen so um 5 nach Hause. Nur er nicht. Dieser zweigeteilte Bildschirm hat irgendwie was. Wollen Sie? Aber auch gehört. Ich kann mich ja bewegen. Tapfer. Geil. Das habe ich gar nicht mitbekommen, Mensch. Dass der eventuell einen Sinn hat, dieser zweigeteilte Bildschirm. Ob wir sie nervös machen damit? Bis wann haben Sie gewartet? So bis um 8. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich bin zu den Nachbarn. Ich war dort, wo sie gerne gespielt haben. Bin zu seinen Freunden. Um 10 bin ich zur Polizei. Hatten Sie nach seinem Verschwinden irgendeinen Verdacht? Ich treffe ziemlich schräge Leute in meiner Branche. Klar, daran habe ich gedacht. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Keiner meiner Kunden hätte meinem Johnny sowas angetan. Meinem Johnny. Und all den anderen Kindern. Ob ich die richtige Auswahl getroffen habe? Das war's, Mr. Shelby. Ich hoffe, Sie haben, was Sie wollten. Und jetzt raus hier. Also richtig aufschlussreich war das jetzt aber auch nicht, ne? Na gut, was soll man machen? Was können wir da noch machen? Wenn Ihnen etwas einfällt, irgendetwas, rufen Sie an. Okay, wenigstens etwas. Dann, ja. Wir wollen ja dem nächsten Kunden jetzt nicht gerade in die Arme laufen. Wieso steht da eine Kamera? Da stand eine Kamera, ich hab's genau gesehen. Was ist denn da kaputt? Ein Angriff? Ach, der hat Asthma. Wer ist das? Noch der nächste Kunde. Lauren! Lauren, mach auf, Baby! Ich bin's! Ich hab dir doch gesagt, ich will dich nicht mehr sehen. Tja, Süße. Aber ich musste dich einfach sehen. Was ist denn da los? Das ist uncool. Da läuft irgendwas nicht so, wie es soll, würde ich sagen. Was willst du, Arschloch? Lauren, ist alles okay? Na, offenbar ja nicht so. Mir geht's prima, klar? Verpiss dich, Penner! Das hättest du wohl gerne. Du wieder? Du willst wohl einen aufs Maul, hä? Ich reiß dir den Arsch. Wow, wie sie das einfach mal nicht in die Untertitel geschrieben haben. Sehr nice. Das wäre fast schief gegangen. Ich habe zumindest was Falsches gedrückt zuerst. Quick-Time-Action! Verdammt. Komm! Schaff ich! Achso! Okay. Bin wieder da, Mann. Ich schaff das. Das alles so zu unterscheiden, ob ich jetzt gerade mehrfach drücken soll oder einfach nur einmal drücken, das ist gar nicht so einfach. Troy, nein!
ist das spannend. Noch eins. Der Vorteil ist, hier wird mir wenigstens angezeigt, was ich machen soll. Bei Beyond Two Souls muss ich es ja manchmal erraten. Mein Gott, wie lange denn noch? Irgendwann muss er doch mal genug haben. Oh. Wir sehen uns noch, Arschloch. Geht's Ihnen gut? Besser als ihm. Wer ist das? Ein Ex-Kunde mit Besitzansprüchen. Er wurde gewalttätig, da habe ich ihm gesagt, er soll verschwinden. Sie müssen aufpassen. Er kommt vielleicht zurück. Sorry für das Chaos. Mr. Shelby? Ja. Danke. Na, wer weiß, ob das nicht sogar hilfreich war. Die kommt vielleicht nochmal vorbei und erzählt uns doch noch ein bisschen mehr über Johnny. Nicht schlecht. Ah ja. Ah, guck mal, und da lernen wir dann auch schon den nächsten Charakter kennen. Wunderschöne Augen. Und wenn uns diese Erinnerung da nochmal gezeigt wird, dann erinnert mich das ein bisschen daran, dass wir eventuell gleich noch mehr Action haben werden. Okay. Dienstag, 8.05 Uhr. Die Millimeterzahl ist auch immer interessant, ne? Wie viel es geregnet hat. Wow, meine Katze dreht gerade völlig frei. Also, wir haben bis jetzt einen Familienvater und einen Privatdetektiv. Was kriegen wir hier? Schön, die Vibration dabei. Sehr interessant. Ich würde mal tippen, da ist jemand abhängig. Okay. Hier, heute Morgen fand man in dieser also offenbar mit einem Mordfall zu tun. Der Bereich ist abgesperrt. Treten Sie zurück. Agent Norman Jaden, FBI. Kann ich Ihre Dienstmarke sehen? Ja. Ja, natürlich. Okay. Ein FBI-Agent. Okay. Sie können durch. Ich suche Lieutenant Blake. Ist er hier? Ich habe ihn schon gesehen. Er ist hier irgendwo. Wow. Welch präzise Auskunft. Die hilft uns jetzt richtig weiter. Okay. Na, dann schauen wir mal. Als FBI-Agent werden wir uns vermutlich mit dem Tatort befassen dürfen. Wenn ich jetzt da nochmal, dann geht der bloß wieder zurück, nehme ich an. Ja, okay. Mann, 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 dieser Regen, ey. Das kann auch echt nervig sein, ne? Ein Krankenwagen, das ist auch irgendwo klar. Mal gucken, da hinterm Zaun ist ja, da geht ja die ganze Action ab. Und jetzt geht die geile Action los. Das ist so episch. Videomemo 1, Agent 47023, Norman Jaden, Dienstag, 4. Oktober 2011. Es ist 8.40 Uhr. Was für ein cooler Agent. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt so schlau war, die wieder abzusetzen. Ich befürchte, dass wir die brauchen werden. Deswegen setze ich es immer wieder auf. Ich hoffe, dass ich mich... Ah, jetzt kann ich mich auch fortbewegen.
Diese Brille ist ganz witzig. Okay. Interessant. Mit R1 kann ich hier irgendwas aufdecken, offenbar. Okay. Ja, schauen wir uns da erstmal ein bisschen um. Ich weiß natürlich grob, in welche Richtung das alles jetzt gehen soll, aber ich habe... Ach, guck mal hier, da sind doch Fußspuren. Da. Kann ich mir die irgendwie besser anschauen? Ist das auch eindeutig? Die könnten jetzt auch für den Polizisten... Ach, guck mal hier. Das ist ja alles so Smalltalk. Nee, komm. Wann fand man die Leiche? Entschuldigung, aber... Wer sind Sie nochmal? Norman Jaden, FBI. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Lieutenant Blake, Sir. Okay. Ist das ein Kaffee, den Sie da trinken? In der Thermoskanne hinter Ihnen. Nur zu. Ja, komm, dann trinken wir mal einen Kaffee. Bei dem Scheißwetter. Wollen noch arbeiten. Kann man das ganz gut gebrauchen. So, aber ein Kaffee muss reichen. So, also, ach, guck mal, da kann ich mir irgendwas angucken. Was ist das? Da. AI-Eintrag, unwichtige Probe, wahrscheinlich von einem der Polizisten am Tatort. Okay. Was so ist. Was haben wir sonst noch so? Kann ich hier nochmal so einen coolen Move machen? Ich weiß gar nicht, ob ich den dann unbedingt brauche, um jetzt Dinge zu entdecken. Aber ich mach's einfach, weil es cool aussieht. Guck mal, wie geil. Okay. Das ist ein sehr, sehr nettes Spielzeug, diese Brille, die er da trägt. Und da werden wir noch viel Freude mit haben. Guck mal, die ganzen Fußspuren werden hier aufgedeckt. Dann. Warte mal, den fragen wir nochmal Blake. Ich suche Lieutenant Carter Blake. Gut. Danke. Das war eine völlig andere Richtung. Dachte ich. Der da? Nee. Das ist... Wo waren das eben? Ach, da hinten. Okay, ja, komm, dann können wir hier auch noch weiter Fußspuren aufdecken. Guck mal. Ich guck mich vorher noch in Ruhe um auf dem Weg zu ihm. Schon einige Fußspuren. Ist hier mit dem Zelt? Ist das nicht dann ein Tatort oder so? Wow, der Zug löst den Vibrationsalarm aus. Das finde ich aber cool gemacht, muss ich sagen. Nee, da ist nichts zu wollen. Komm ich da durch? Offenbar irgendwie nicht, ne? Na gut, dann lösen wir mal hier hinten noch ein bisschen. Oh, ganz viele Fußspuren. So, du bist Blake? Lieutenant Blake? Agent Norman Jaden vom FBI. Ihr Büro hat mir gesagt, dass ich Sie hier finden würde. Wenn Sie nach Regen, Leichen und Highways suchen, sind Sie hier richtig. Mike, sag dem Idioten mit dem Bagger, er soll 5 Minuten Pause machen. Ich kann nicht denken. Sofort, bitte. Sehr sympathischer Kerl. Und kommen Sie, Jaden? Also, was war los? Ein Typ, der mit dem Hund draußen war, hat die Leiche morgens um 6 gefunden. Mehr wissen wir im Moment nicht. So wie es aussieht, weist alles auf den Origami-Killer hin. Ist die Todeszeit denn bekannt? Aufgrund der Leichenstarre muss es weniger als 6 Stunden her sein. Der Gerichtsmediziner kann uns mehr sagen. Was sagt die Pathologie? Auf dem Weg, Lieutenant! Scheiße, wir warten seit einer Stunde. Gibt es Zeugen? Noch nicht. Bei der Gegend würde mich das aber auch schwer wundern. Hm. Und die Todesursache? Keinerlei Verletzungen. Wurde vermutlich ertränkt, wie die anderen. Gibt es irgendwelche Spuren?
Meine Leute untersuchen den Tatort genau. Wenn es Spuren vom Mörder gibt, finden wir sie. Tony, ich will keinen dieser sensationsgeilen Pressefuzzis hier sehen. Verstanden? Ja, Lieutenant. Es sind ganz schön viele Leute am Tatort. Haben Sie keine Angst, dass die Spuren zerstören? Man findet keine Beweise hinter dem Schreibtisch. Und wir zertrampeln schon keine Spuren, auch wenn wir nicht vom FBI sind. Nein, nein, natürlich nicht. Das wollte ich nicht sagen. Hören Sie, ich bin hier gerade beschäftigt. Wieso reden wir nicht später auf dem Revier über alles? Kein Problem, ich verstehe schon. Kann ich mich mal umsehen? Nur zu. Hey, Jaden, Sie sagen, wenn Sie etwas finden, okay? Wir sind doch jetzt ein Team. Ich weiß nicht, aber irgendwie ist der Scheiß unsympathisch und es wirkte gerade so, als ob er die Arbeit auf uns abschieben will. Okay, wir setzen die Brille wieder auf. Vielleicht können wir jetzt noch ein bisschen mehr entdecken. Die ganzen aufgedeckten... Da hinten, guck mal, da leuchtet doch schon was. Die ganzen aufgedeckten Fußspuren haben wir ja schon mal. Die sind offenbar auch geblieben. Und jetzt dürfen wir uns offenbar noch ein bisschen mehr umschauen, nachdem wir uns auch mit Blake unterhalten haben. Doch, komm ich rüber, ich wollte schon sagen. Was haben wir denn da? Ach, eine Fußspur. AI-Eintrag. Fußabdrücke im hohen Gras in Richtung der Leiche. Stammen nicht von der Polizei. Momentan kein Bezug zur Leiche. Okay. Was haben wir hier sonst noch so? Ich glaube, dass das sogar relativ wichtig ist, dass wir uns hier gut umschauen. Wo kam ich denn jetzt her? Von da kam ich doch, ne? Genau. Da ist diese Spur, die wir schon untersucht haben, die nicht wichtig war. Aber da hinten habe ich jetzt gerade was Neues gesehen. Weil uns das im späteren Spielverlauf auf jeden Fall helfen kann. Die hundertprozentigen Zusammenhänge habe ich auch nicht mehr. Okay. Interessant, was er da gerade alles für... Ohne direkten Bezug zur Ermittlung. Infos kriegt, nur weil er da so eine kleine Spur gefunden hat. Okay, da kam er her. Mein Gott, dass die aber auch immer so verdammt langsam unterwegs sein müssen alle. Aber viel mehr gibt es hier nicht zu sehen, habe ich den Eindruck, ne? Wollen wir noch was zum Aufdecken? Ne, ist nicht so aus. Was ist denn mit dem Zelt? Darf ich da jetzt mal ran? Ja. AI-Eintrag, das Opfer liegt auf dem Rücken. Keine Anzeichen von Gewalt. Ich finde diese Brille so cool. Ah, okay, mit dem linken Stick kann ich mich jetzt hier umschauen. Ja, fangen wir mal von oben nach unten an. Sein Gesicht ist voller Schlamm, wie bei den anderen Opfern. Auf der Brust des Opfers liegt eine Orchidee. Ja. Eine kleine Origami-Figur in der rechten Hand. Faust wahrscheinlich nach Todeseintritt geschlossen. Bleibt zu befürchten, ja. Schürfwunde am rechten Oberschenkel. Laut Blutanalyse vermutlich Postmortem. Wahrscheinlich beim Transport der Leiche entstanden. Die Blutanalyse zeigt fortgeschrittene, lang andauernde Erschöpfung. Das Opfer ist Jeremy Balls. Gilt seit 5 Tagen als vermisst. Siehe Fallakte. Das ist natürlich mies. So, das war's, glaube ich. Mehr haben wir hier nicht. Ja, nicht wirklich aufschlussreich. Also, beziehungsweise, es deutet halt alles darauf hin, dass das, ja, dieser besagte Origami-Killer gewesen ist. Ich guck jetzt mal, ob wir hier nochmal weiter können irgendwie. Gibt es da noch mehr zu sehen? Kannst du mit den Spuren hinführen oder so? Aber offenbar ja nicht. Da waren wir, glaube ich, ja eben schon. Nee, da waren wir noch nicht. Oh. Eine tote Katze. Das FBI führt keine Akten. Warum nicht? Echt mal.
Arme Mietzi. Darf ich da weitergehen? Bringt mir das irgendwas? Okay. Offenbar nicht. Dann versuch's mal in die andere Richtung, weil da hinten war ja auch noch was. Und das ist das, was wir uns schon angeguckt haben, aber vielleicht geht's da noch irgendwie weiter. Das da rechts habe ich mir aber auch angesehen, meine ich. Nee, das ist sowas Neues. AI-Eintrag. Orchideenpollen entdeckt. Stammen wohl von der Blume auf der Leiche. Hm. Okay, also jetzt, nachdem wir die Leiche gesehen haben, gibt es offenbar noch ein paar neue Spuren. Ich versuche trotzdem mal, die Gleise lang zu finden. Ich meine, da wäre sowas gewesen, dass man sich hier ein bisschen außerhalb des Tatorts noch umschauen kann. Ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Das kann natürlich auch aus einer ganz anderen Szene gewesen sein. Vielleicht hat es auch gar nichts mit den Gleisen zu tun. Da ist ein Fußspur, oder? Ja, was ist das? Nee. Ja, es ist halt jetzt auch ein bisschen anstrengend, dass der so scheiß langsam ist. Sonst könnte man da ein bisschen... ja, er geht auch zurück. Okay, dann habe ich mich da irgendwie getäuscht. Das damit gar nichts zu tun. Wobei. Sind wir da schon dran? AI-Eintrag. Es gibt Blutspuren und zwar am Zaun hinter den Bahnschienen. Sie stammen vom Opfer. Die Leiche hat vermutlich den Zaun gestreift, als der Mörder hier mit ihr entlang gekommen ist. Okay, jetzt also doch. Grobe Erinnerung sein muss. Ja, komm, jetzt heul nicht rum, du bist Polizist. Also, FBI-Agent sogar. Wir müssen ein bisschen mehr aushalten. Schön weitermachen. Ich muss aber sagen, dass die Tastenkombinationen durchaus human sind. Stellt der sich an, ey. Das ist für ein FBI-Agent. Da. Kann man zumindest eigentlich ganz gut erreichen. Die Taste. Ja, ich und meine Tastenkombination auf dem PlayStation-Drücker. Ich arbeite noch dran. So, bist du jetzt endlich mal oben angekommen? Guck mal hier, Fußspuren. Könnte sein, dass sie vom Täter... You don't say. Ich meine, klar, die Wahrscheinlichkeit, dass sie von jemand anders stammen könnten, ist natürlich gegeben, aber eher klein in dem Fall. AI-Eintrag. Reifenspuren am Rand der Fahrbahn hinter der Bahnlinie. Der Wagen des Mörders? Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesehen. Okay, das soll uns wohl sagen, dass es hier nicht Neues zu entdecken. Das ist sehr cool. Haha, feier ich. Sehr gut. Also, wir haben offenbar alles gesehen und wir sagen, wir treten mal den Rückweg an. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt nochmal mit Blake sprechen müssen oder so. Ist dann was Neues? Könnte sein, dass sie vom okay. Täter stammt. Ich dachte, er sagt jetzt noch was anderes. Wenn es halt noch eingeblendet würde. Aber dem ist nicht so. Und ich muss auch sagen, dass der Part schon wieder voll ist. Das geht manchmal echt schnell. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja, ja, der kleine Junge. Soll sich nicht so anstellen. Guck mal jetzt. Voll cool, runtergeslidet. Nee, ich will ja gar nicht. Egal. Wir wollen ja runter, Mensch. Oh. Jetzt wollte ich nur noch einzeln drücken. Gut, wo ist denn der gute Blake? Vielleicht können wir das Kapitel hier noch irgendwie beenden, bevor ich den Part schließe. Muss ja da hinten irgendwo rumrennen. Da ist er doch. Mal gucken. Der gute sieht ganz schön mitgenommen aus jetzt.
Ich fahre jetzt zurück. Bleiben Sie noch? Ich würde sagen, wir gehen. Nein, das reicht mir. Ich fahre dann auch. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpasst. In dem Zusammenhang. Deswegen, ja. Ihr werdet mich dann schon aufklären, falls ich doch irgendwas verhauen habe oder verpasst habe. Wäre natürlich sehr ärgerlich, aber hey, ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Ich kann nicht alles wissen, nur weil ich das mir schon mal angeguckt habe. Ja, wie wär's, wenn du vielleicht... Danke. Mann, Mann, Mann. Wo ist denn der jetzt eingestiegen, der Typ? Hab ich aufgepasst, wo ist das Auto? Ja, wahrscheinlich das andere. Beziehungsweise, wir haben ja unser eigenes Auto. Verdammt. Jetzt hab ich Glück vergessen, dass wir mit meinem eigenen Auto angekommen sind. Erstmal anschnallen. Nee, nicht aussteigen, anschnallen. Oh Junge, jetzt zieh doch den Part nicht so unnötig in die Länge hier. Ich bin eigentlich der Meinung, dass dann wieder ein Szenenwechsel kommt. Das würde halt so super passen. Ja, kommt Motor an. Aber anschnallen. Er hat sich nicht angeschnallt. Nur weil er FBI-Agent ist, glaubt er, kann sich alles erlauben. Ja gut. Aber grafisch muss ich sagen, gefällt mir das wirklich sehr, sehr gut. Es mag vielleicht für den einen oder anderen kein riesiger Unterschied sein, aber wie gesagt, gerade auf einem guten Fernseher erkennt man den Unterschied dann durchaus doch. Ja. Und von daher würde ich sagen, macht's an dieser Stelle gut. Wir wollen ja jetzt nicht gespoilert werden. Wir spielen offenbar wieder Ethan. Danke. Ich wollte schon sagen, irgendwo muss ich doch mal Stopp drücken dürfen. Das heißt... In der nächsten Folge geht's weiter mit Ethan Mars und was uns da erwartet und was der jetzt noch so alles durchleben wird, das sehen wir dann. Wir haben ja im letzten Part schon gesehen, dass er offenbar irgendwelche Probleme hat, weil er dann, nachdem er seinen Sohn ins Bett gebracht hat, irgendwie eine Attacke hatte und auf einmal mitten auf der Straße stand. Mit einer Origami-Figur in der Hand. Was das alles zu bedeuten hat, wird sich dann in den nächsten Parts zeigen. Deswegen freue ich mich schon auf die nächste Folge mit euch und sage bis dann.